Moin zusammen, wir spielen jetzt Point Hope mit einem 4,86-fach oder so. Wir haben einen Beweis, wir haben Sprinten an und wir haben den Sanity Drain auf 100 runtergestellt statt 150. Oh Gott, Geisterfoto, gute Nacht. Mal schauen, wie es wird. Nein, da. Okay, dann können wir uns ja schon mal auf den Weg machen. Dusty, are you here? Okay, hier haben wir das Versteck. Okay, hier unten sind viele Verstecke. Kein Biker hier unten. Kein Knochen. Zweite Etage. Okay. Ach so, du meinst nach deutscher Erzählung. Okay. Ja, ich zähle das immer nach dem amerikanischen System, weil ich das irgendwie besser finde. First Floor ist nämlich die 1, also ganz unten, wie es auch sein soll. Ghost, are you here? Show us. Oh, die klackende Uhr. Was ist das da? Sand, okay. So. Ghosty, are you here? Gib was es sein. Ghosty Pants. Ja, der Brekkie ist an. Du müsstest da draußen, wenn du jetzt noch draußen sein solltest, Licht sehen. Nur Licht vor dem Haus, ja. Ja, guck mal hier, grün, blau, rot. Gucken, kann ich die Farben hier überhaupt sehen? Mal gucken, ob das geht. Grün. Was ist denn hier blau? Das sieht blau aus. Das hier ist, glaube ich, rot. Yep. Falls ihr das noch nicht kennt, das Event. Und schon irgendwas vom Geist gehört? Thermometer ist Ghosty, bisher are you here? noch ohne. Okay, dann gehe ich noch mal in Richtung nach unten, weil vielleicht sind wir ja doch an ihm vorbeigelaufen irgendwie. Ghosty Pants, are you here? Give us a sign. Hello, Ghosty. Gucken wir mal, ob wir den Kameraden hier irgendwo finden können. Ghosty, hello? Ghosty, hello? Are you here? Give us a sign. Ich glaube, unten das Badezimmer zum Beispiel zählt auch als separater Raum. Ghosty, are you here? Give us a sign. Hello, Ghosty Pants. Kiki, hast du hier schon irgendwas gehört? Noch nichts. Ghosty, are you in here? Hello? Nee, hier ist aber auch nichts bewegt worden, wie es aussieht. Nee, unten ist nichts. Ah, hier. Ich denke, Schaukelstuhl oder sowas. Wo liegt ein Schaukelstuhl? Nein, ich habe gesagt, die hörte sich was an wie ein Schaukelstuhl. Habe ich auch kurz Ambient-Sounds. Ja, es kann sein, dass das Ambient-Sounds sind. Oh, der Knochen ist hier. Guck mal, Kiki, schon wieder genau vor deiner Nase. Ach nee, jetzt. Ich bin da aber auch fünfmal drüber gelaufen. Hast du eine Kamera? Ja. Ja, dann kannst du ihn direkt versorgen. Also der Knochen ist schon versorgt. Hier, Kiki, deine Eismaschine da, was du da so gerne immer machst. Ja, den kannst du nicht mehr stoppen, ne? Doch, kannst du. Kannst nochmal draufklicken. Hab ich probiert, ging mal mehr, ne? Da, guck, jetzt ist sie wieder aus, siehst du? Ja, jetzt hast du wieder angemacht. Ah, jetzt. Musst du einfach nochmal draufdrücken, dann geht sie aus. Okay. Also hier unten ist es ziemlich ruhig. Ich glaube, der Geist muss irgendwo oben sein dann. Aber oben war es auch ruhig. Ich habe extra noch mal ganz unten auch geguckt, ob irgendwas bewegt wurde. Ich habe nichts gehört oder gesehen. Ghost, are you here? Okay, wir haben heute ein Spiel ohne Geist. Ja, ein geisterloser Leuchtturm. Ghost, are you here? Give us a sign. Hello. Jetzt spielen wir eben Geist. Genau, wir können uns ja auch gegenseitig erschrecken. Ghost, are you here? Hello, give us a sign. Hello. Hier ist ein Versteck. Ghosty Pants, are you here?
Ghosty Pants, give us a sign. Die Stofftiere sind alle da, wo sie immer sind. Machen wir mal ein paar Lichter aus, damit uns nicht gleich der Brecki um die Ohren fliegt. Kann doch nicht sein hier, hallo? Ist das normal, dass im Badezimmer die Klopapierrolle auf dem Boden liegt? Unteres Badezimmer. Also doch da unten. Da war vorhin noch nichts bewegt worden, komisch. Das hier ist dieses andere Event, was man noch machen kann. Das ist ja lustig, dass er doch da ganz unten war. Ja, ich fand das ja auch so komisch, weil da war ja nichts, ne? Da war nichts bewegt worden oder so, war kein Atem, gar nichts, keine Geräusche. Genau, ja. War alles ruhig. Okay, dann können wir ja da unten alles mal einschalten. Ja, dann haben wir ja keine Probleme mit dem Items, dann geht das ja da rucki zucki. Versteck wird nur schwierig. Ja, haben wir ja hier unten genug. Wir haben das hier, wir haben in seinem Raum einen Versteck. Das hier ist nur zu. Geht es ja in seinem Raum. Das ist nicht zu, du musst es bloß in die andere Richtung auf. Das ist ein größer Badezimmer noch. Also da, wo der, wo das ganze Gedöns steht, da, wo die Laterne ist und so, da werden wir den dann nachher ab. Wo soll ich denn am besten das zweite Q ziehen? Ja, da, wo die Laterne ist. Es ist kein Wave. Da wehren wir den dann ab, dann laufen wir durch den durch und verstecken uns dann zum Beispiel im Badezimmer. Ich tue aber auch noch einen Salz zur Treppe nach oben hin, falls einer nach oben laufen will. Ihr könnt auch. Ihr könnt natürlich auch einfach nach oben laufen. So. Das nehmen wir noch mit. Ich habe mal beide Smudgies bei dem Wandschrankversteck hingeschmissen. Das ist der Flur. Nicht das Bad, der Flur hier. Ich glaube, es ist. Ich habe eben ganz am Anfang hier unten einen Atem gesehen. Der dreht eine Eingangstür. Der dachte, das Game vielleicht schon draußen oder so. Hab ich doch. Guck mal. Blöd. Welcher Tricksankunde ist hier vorne? Okay, mein Fehler. Okay. So, eben kriegt dich rein, da habe ich das gesehen, dass die vorne Atem ist. Oh Leute, wir haben noch einen Beweis, warum sind die Beweismittel nicht mitgekommen? Ja, dann holt sie mal. Wir sind schon unterwegs. Die Kameras stehen schon mal drinne. Da könnt ihr ja schon mal nach Orbs schauen, ob da welche sind. Das ist aber sonst immer ohne Beweis. Das Spiel vergisst man das, wenn man einmal Beweise hat. Vicky, guck mal, hier ist ein Salz und ein Glowstick. Kannst du nach Fußabdrücken gleich gucken, okay? Okay, kein UV, wie es aussieht. Jetzt da ein Dutzend. Ah, ich werde sie nachher mal umpositionieren. Bist du Freund? Wie alt bist du? Wo bist so. Du? Wir gehen mal ganz kurz zusammen zur Spitze, dann seht ihr noch was Lustiges. Er meint uns Buch. Buch, okay. Wir sind raus, weil wir haben nur einen Beweis. Könnte wirklich ein Shade sein. Weil wir ja gar nichts von dem mitbekommen haben, irgendwie gefühlt. Obwohl, wart ihr im Raum, als er ins Buch geschrieben hat? Nein, ja, du hast ein Buch geschrieben. War jemand im Raum? Ich war am Flur, ja. Ja, du warst da. Okay, ja, dann können wir den Shade auch rauswerfen, laut den neuen Patchnotes. Weil die sollen ja angeblich nicht mehr reinschreiben können, wenn jemand... Haben wir jetzt eine Kamera für das Buch zum Fotografieren? Ja, dann müsst ihr mal gucken.
Müssten da liegen. Ja, jetzt. Danke. Schmeiß die Kamera daneben. Ah, hier, da habt ihr dieses Event, was man hier kriegen kann. Sieht cool aus, ne? Ja, da, da, da. Dann haben wir das Licht jetzt einmal ein bisschen UV-mäßig gemacht. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier auch in, oh, sorry, Nasi, mal hier auf den Boden schauen, weil sonst wird man so dermaßen blind gemacht davon. Ja, das ist schon 20 Grad, glaube ich. Das ist schon auf 60, 58 und 60. Komm mal runter. Wo ist das Kinderzimmer? Nein. Wir fahren nicht ohne Ecki-Haifisch. Oh nein, ich kann nur einen retten. Nein! Das andere Buch auch mal hin, vielleicht schreibt der auch noch was. Ja, das kann man ja dann auch fotografieren. Die Bücher liegen doch schon bei der. Da, 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 da. Nee, war nur ein Buch. Abstand ist ein Buch. Abnahme ist wohl. Okay, ich geh mal checken. So, die Dots brauchen wir ja eigentlich nicht mehr, ne? Die könnten wir hier hin tun und dann in die Richtung gucken lassen. Ich finde das jetzt so cool, dass man die stoppen kann, ne? So. So, Anna ist jetzt bei 43. Selene auf 44, also ungefähr gleich. Oh, die Sanity und Eileen ist auf 55. Na, du bist auch bei 55. 55, okay. Wir müssen mal das Licht in seinem Raum auslassen, um zu gucken, ob das ein Meer ist. Habe ich kein Feuerzeug durch? Ich wollte gerade sagen, ey. Schau mal, ob Anna's Sanity runter ist. Hier Haifisch retten. Ich habe noch gar keinen Namen für den Papagei da. Ach, den nennen wir einfach Cookie. Die bleiben stabil. Eggy. 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 Cookie. Kann man hier eigentlich im Dunkeln runterrennen? Das geht ja eigentlich. Man kann ja Left Wall Strat hier machen. Jetzt bin ich da bei der, das ist glaube ich dritte, ne? Na, der Breaker hat mich geblockt. Das ist das zweite und dann kommt der erste. Da. So. Okay. Wie hoch ist unsere Sanity im Moment? 45. 45, okay. Ja, ich sehe gerade, das Licht ist, glaube ich, noch an, ne? Oder habt ihr es aus hier komplett? Ja, ich glaube, das zählt ja als aus. Ja, komisch, wenn das jetzt ein Meer wäre, der hätte ja schon längst loslegen können. Brauchen wir das kurz überhaupt? Ja, brauchen wir. Sie lebt so im Licht? Weil deine Sanity runtergeht, deswegen gerade. Celine ist nicht im. Nee, wenn sie dunkel steht, ist ja normal. Da, 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 da. Na komisch, dass er noch nicht handelt. Wir haben ja eigentlich einen sehr hohen Sanity-Level hier. Bitte kein Foto mehr schießen. Das letzte muss für den Geist bleiben, okay? Bitte kein Foto mehr schießen.
Ich habe keine Kamera, also ich werde eh keins mehr schießen. Salz. Sie sehen ihre Zelle, die ist bei 25 schon. Ich glaube, wir könnten vielleicht ein Day haben. Ich laufe ja auch die ganze Zeit nur im Dunkeln rum. Wir haben ja jetzt hier nur ein Licht an. Hast du gerade Day gesagt? Ich glaube schon, weil der ist doch jetzt ruhiger geworden, ne? Schon möglich, ja. Der hat eigentlich am Anfang aber auch schon nicht viel gemacht. Ja, das ist das Komische. Könnte aber auch wieder. Könnte aber auch wieder so ein Spätzünder Revenant sein. Hatten wir ja in letzter Zeit auch öfter. Ja. Ja, die habe ich extra für euch alle runtergebracht. Die anderen sind auch alle da. Der Papagei und die anderen sind. Papagei, macht der auch Geräusche? Ja, der sagt Schieber. Ja, mach mal. Da, da liegt der. Hier. Das ist lustig. Ja, der ist echt cool. Diese Stofftiere, die liebe ich. Das haben die echt super gemacht hier. Wir haben so ein Pech immer mit der Geisterfotoaufgabe. Oh, Lantern-Kabinett-Key. Hier wird jetzt auch angezeigt. Wenn du den Vogel wirfst, macht er auch Geräusche, ne? Ja, ja, das hat das Küken am Anfang schon gemerkt. Der macht dann so. Du musst mal da ein Item draufwerfen, wenn er auf dem Boden liegt. Nimm mal hier das Kissen zum Beispiel und wirfst auf ihn drauf. Dann macht er es auch. Dann macht er so. Das ist so lustig mit denen. Der lässt jetzt aber schon extrem auf sich warten, machen. Es ist auch lustig, wenn du die in den Geisterraum legst und der Geist interagiert dann mit denen. Wie weit ist denn schon unsere Sanity? 30. Ja, ich glaube, wir haben einen gealterten Fay. Ey, mit dem könnten wir theoretisch mal bis nach ganz oben nachher laufen, falls der dranbleiben kann. Dann könnten wir auf jeden Fall ein gutes Foto schießen, immerhin etwas. Ja, man muss sich da wirklich auch genug Zeit nehmen und das Blinkmuster erkennen. Ich kann ja hier so eine kleine Salzspur nach oben hin machen. Ich wollte eigentlich was anmachen. Oh, das ist schon alle. Ich dachte, da wäre noch eine Aufladung drin. Gott, ey. Ja, es ist so ein Fail, weil wir jetzt die ganze Zeit bei dem da vorne rumgehangen sind. Ne? Besonders aufpassen, ne, wenn er kommt. Ja, wenn es wirklich ein Fail ist, stört mich das nicht. Ja, ja, genau. Ein Fail wird eh nicht dem. Der wird uns wahrscheinlich eh nicht einholen können, weil wir ja auch noch schwimmen können. Ja, der schläft ja einfach laufen, ja. Kruzi! Kruzi! Wie hoch ist die Sanity? 28. 26. Ja, könnte ein gealterter Fay sein. Wenn er aber nachher schneller wird oder so, oder normale Geschwindigkeit hat, dann ist es ein Shade. War ja nur für die Aufgabe. Also wir hören es ja nachher an der Geschwindigkeit. Falls der zu schnell wird, dann smudgen wir den, laufen durch den durch in das Versteck da. Aber wir können auch einfach immer weiter hochlaufen. Irgendwann verliert er uns, glaube ich. Das Versteck im Schrank? Nach oben, ja, da liegt ein Glowstick. Okay, dann bin ich mal gespannt, was unser Kamerad jetzt macht. Also Leute, wir sitzen hier schon eine Ewigkeit rum. Wir sind jetzt bei 14% Sanity und der handelt immer noch nicht. Also es kann nur noch ein maximal gealterter Bay sein. Also beim Foto nachher kannst du dir ruhig Zeit lassen und das ruhig ganz genau timen. Kannst dir ruhig so ein paar Blinks angucken, das Schema, und dann in Ruhe, wann du meinst, wann es klappt. Und wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Kam der gerade zu uns? Der bewegt sich.
Alter, im Flug ging doch. Der ist schon mal ein paar Mal hier rüber gelaufen, weil er da auch in das Salz gelatscht ist. Ja. Ihr habt ja Smudgies zur Not, oder? Weiß ich nicht, nein. Uns lieben wir ja das Foto machen. Okay, ich gehe mal ein bisschen nach oben in der Zeit, bis der mal was tut. Sag Bescheid, wenn er huntet, dann komme ich runtergelaufen. Irgendwann in einer halben Stunde bin ich dann unten. Schade, dass die nicht hier so in die Mitte so einen Pole oder so gemacht haben, wo man einfach so runterrutschen kann. Das wäre auch lustig. Dann wäre das zumindest mit den Items hochbringen um einiges schneller. Ich würde sowas machen, wenn ich im Leuchtturm wohnen würde. Ich würde dann so diese Feuer, was die Feuerwehr in den Filmen immer haben. So, hier könnt ihr es nochmal sehen. Na Licht, wo bist du? Ah, nicht direkt ins Licht gucken, sonst bin ich gleich wieder blind. Also wir haben es... Wir haben es versucht, hier oben zu loopen, aber es hat nicht geklappt. Man wird sofort durch das Licht erblindet. Oder der Phantom Chris Gesangsdarbietung doch so furchtbar, dass er ihn direkt umgehauen hat. Ja, der Geist ist bestimmt ohnmächtig. Hör auf, die Tür an zu krabbeln, fang an zu handen, du! Naja, wir warten noch auf den Hand. Kiki macht einen Schritt ins Haus, er versucht sofort zu handeln. Ey, der hat so auf Kiki gewartet, ne? Macht mal oben die Lichter an wegen dem Foto nachher, dass wir ein bisschen was sehen. Ja, ich glaube, hier mache ich lieber beide an. So, hier wollen wir das Licht. Und noch eine höher. Ich weiß nicht, welches besser ist. Nehmen wir das. Das, was an der Treppe hier drauf ist. Okay, also bis zur dritten Etage hoch haben wir jetzt Lichter da oben. Wegen dem Foto. Bis dann können wir den dann ziehen. Wenn er dann jetzt nochmal möchte. Ja, aber echt, er hat nur darauf gewartet, dass er reinkommt, ne? War ja sowas so klar. Oh Gott. Na gut, dass Celine das Kürzel doch wieder ein Stück nach vorne gelegt hat. Stark sind die, dass man hinter mir bin. Ja, ich hatte es vorhin, wo wir das erste Mal drüber gesprochen haben, nach vorne gepackt, weil ich mir dachte, dann kann es wenigstens noch einen kleinen Aspekt da vorne mit abdecken. Besser ist das. Ja, dann warten wir mal auf den nächsten huntigen Versuch. Ist das eine Hand? Ist das eine Hand? Ich glaube, sie war aber schnell. Ah, was hast du gemacht? Nein. Hat sie das Geisterfoto versucht? Nein, Celine hat's erwischt. Sie meinte, sie ist sogar hochgesprintet. Ja, ich glaube auch, sie ist schneller geworden. Ich glaube nicht, dass das ein Fail ist, aber warum huntet der Geist dann nicht? Das ergibt jetzt gar keinen Sinn, sorry, Celine. Tut mir jetzt echt leid. Hä, dann ist der Geist irgendwie buggy, weil wenn das kein Fail ist, was soll das denn sonst sein? Show us, gib was es sein. Show us. Show us, gib was das sein. Show us. Er hat gerade ins nächste Buch geschrieben. Aber wenn der gerade schneller geworden ist, dann kann es kein Fail sein. Ich glaube, das Wohnzimmer zählt ja irgendwie mit als Raum, denke ich mal. Und deshalb hatte er, war das der Brecki oder ein Kurzi? Das war der Breaker, ja. Okay. Ich würde das mal auch dann schick, ne? Ja, wenn der schneller geworden ist, dann auf jeden Fall. Ich komme nicht mehr rein. Steckt euch schnell. Shit, ich kann nicht sprinten!
Bitte. Ich hasse diese scheiß Geisterfotos. Ich hasse sie. Er ist aber schneller geworden. Mehr kann es nicht sein. Ich glaube, das ist ein Shade. Entweder ist der die ganze Zeit zu uns ins Wohnzimmer gekommen, hat deshalb nicht gehuntet. Ja, das scheiß Foto ging leider daneben. Ich hab's versucht. Er hat leider das Salz gewertet. Wir können fahren. Es ist dann ein Shade, weil ich glaube, der ist entweder die ganze Zeit zu uns gekommen oder das Wohnzimmer zählt hier mit zu dem Raum, obwohl das ein anderer Raum eigentlich ist. Haben wir noch einen Soundsensor im Truck? Schaff ich jetzt noch raus? Ja, ich habe ihn gesmatcht. Ja, aber ich gebe immer einen Soundsensor schnell her. Ich muss das jetzt mal. Was? Ist keiner da? Ich höre euch überhaupt nicht, ey. Keine Ahnung. Ah, okay, okay. Der andere ist da, wo er sein soll. Warte mal, mich interessiert nämlich mal was. Passt, passt, passt. Alles okay. Ist alles okay. Ich will mal kurz was nachschauen. Weil der hat ewig nicht gehuntet. Entweder zählt das Wohnzimmer mit zu dem Flur oder er ist die ganze Zeit zu uns gelaufen und hat deshalb nicht gehuntet. Ja, seid ihr nicht draußen? Nein, ich bin noch. Warum bist du nicht rausgekommen? Ich dachte, dass du noch was gucken willst. Das kann ich hier draußen machen. Komm raus, Anna. Nee, nee, jetzt ist schon, glaube ich, der Effekt schon vorbei. Also. Kiki, guck mal hier. Guck mal auf die Bezeichnungen. Oh, oh, er huntet. Siehst du das? Entry Hall. Da ist der Geist gerade losgestartet. Siehst du das? Entry Hall ist ein anderer Raum als Living Room. Siehst du das? Ich glaube, der Geist ist die ganze Zeit zu uns in den Living Room gelaufen, weil ich dachte zuerst, das wären vielleicht beides irgendwie die gleichen Räume, aber ist es nicht. Das sieht man hier an den Soundsensoren. Also denke ich mal, ich habe hier den Sensor immer auslösen sehen. Ich denke mal, der ist einfach immer ins Wohnzimmer gekommen und hat deshalb nicht gehuntet. Komm raus, komm raus, komm raus. Ich komme entgegen. Okay, bist schon draußen. Perfekt. Aber ich dachte, Shade kann keine Kerzen auspusten. Können sie auch nicht, wenn jemand im Raum ist. Eigentlich sollten sie auch nicht im Bücher schreiben können, wenn jemand da ist. Aber hat sie mehrmals gemacht. Aber sie hat vorhin auch, als wir nach oben gelaufen sind, da hat sie dann in das andere Buch geschrieben. Vielleicht ist es auch der anliegende Raum oder sowas, dass man da auch nicht sein kann. Weil letztes Mal in Sunny Meadows Restricted hat der Shade auch nichts gemacht, als ich noch im Flur stand, aber nicht im Raum. Irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube, die sind ein bisschen buggy. Sie hat auf jeden Fall ins Buch geschrieben, genau, als ich vor dem Buch stand. Ja, dann sind die, glaube ich, buggy, die Shades. Dann funktionieren sie nicht so, wie sie laut Patch Notes funktionieren sollten. Das ist CJ! Nee, CJ macht das, glaube ich, nicht. Lavender! Also fahren wir mit Shade. Ja, dann Abfahrt mit Shade. Celine, wir fahren dann mit Shade. Ja, schade, ich habe es versucht mit dem Geisterfoto. Blöde Geisterfotoaufgabe. Ach, das hätte so schön funktionieren können. Wir haben schon extra alles auf einfach gestellt und trotzdem scheitern wir. Es ist nicht normal. Naja, immerhin einen richtigen Geist mehr für den Count. Also 4,86 ist der Schwierigkeitsgrad übrigens. Also mit, was war es jetzt nochmal? Ein Beweis mit Sprint. Mensch, hat sich nicht gelohnt gerade. 193 Punkte. Ja, scheiße. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.